durch. Und mit dem Thema Religion sind wir ja jetzt auf einen Themenschwerpunkt gestoßen, womit sich Glaubenssysteme im weitesten Sinne auch beschäftigen und worauf Sie, Herr Laurent, in diesem Interview ja auch noch näher eingehen wollten, nämlich die Ereignisse der kommenden Apokalypse und ihrer potenziellen Ablaufvarianten. Es geht also um den Ablauf der kommenden Ereignisse, zu denen Sie einige Details erläutern wollen, damit die Menschen sich für jene Zeit und für die Zeit danach besser vorbereiten können. Also damit sie sozusagen in der Postapokalypse nicht weiter betrogen werden. Ja, darum geht's. Nun, wie ich erwähnte, werden derzeit von Eliten